Le journal en ligne des élèves du lycée franco-allemand de Saarbrück. Chameleon, das Schülermagazin des deutsch-französischen Gymnasiums Saarbrücken. Chameleon, the online student magazine by the deutsch-französisches Gymnasium Saarbrücken. Hallo Herr Lutze. Hallo, guten Tag. Alexander Back von der Seebrücke Saarbrücken meinte, man könne die Situation der Geflüchteten in den europäischen Lagern als katastrophal bezeichnen. Wie steht denn die Linke zur Aufnahme von Geflüchteten? Also die Einschätzung, dass die Flüchtlingslage in den Lagern eine Katastrophe ist, die teilen wir zu 100%. Da hat die Organisation Seebrücke ist nicht die einzige, es gibt ja viele andere, die da arbeiten, komplett recht. Und aktuell kann man das nur in dem Sinne Abhilfe schaffen, dass man A, Flüchtlinge auf die anderen EU-Länder aufteilt und B, den Flüchtlingen, die dort bleiben, einfach bessere Bedingungen zur Verfügung stellt. Dafür muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber im Vergleich dazu, was für andere Sachen ausgegeben wird, sind das Peanuts. Alles machbar, wenn man will. Was wir kritisieren, ist, dass der politische Wille dafür nicht da ist. Aber die Linke ist nicht damit einverstanden, dass die Menschen nach Deutschland aufgenommen werden. Oder doch? Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Lösung ist, alle Flüchtlinge, die es gibt, alle nach Deutschland aufzunehmen. Dafür haben wir eine Europäische Union. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es 2-3 Länder gibt, die sich dort grundsätzlich dagegen wehren. Da sage ich ja, bitteschön, es macht dann auch keinen Sinn, die Menschen dorthin zu schicken, wenn sie dort überhaupt willkommen sind. Aber da bleiben noch mindestens 15, 16 EU-Staaten übrig, die im Prinzip, wo es kein Problem wäre, dass die aufgenommen werden. Deutschland ist eins der das größte Land in der EU. Und da ist es auch vollkommen sinnvoll, wenn man sagt, okay, ein Großteil dieser Flüchtlinge kann in Deutschland problemlos untergebracht werden. Okay, aber in der Europäischen Union tut sich ja sonst eigentlich nicht so viel, habe ich jetzt den Eindruck persönlich, dass da werden ja eigentlich wenige Menschen aufgenommen. Da müsste ja Deutschland einfach vorangehen. Na, wir müssen vor allen Dingen auch drüber diskutieren, inwieweit wir die Fluchtursachen bekämpfen. Weil so wichtig wie die Aufnahme von Flüchtlingen ist, und es ist auch vollkommen unstrittig, dass Deutschland dort eine sehr große Verantwortung dafür trägt, einfach aufgrund der Größe, aufgrund der Wirtschaftskraft, müssen wir endlich mal damit aufhören, dass zum Beispiel Waffen exportiert werden, dass es überall Kriege auf der Welt gibt. Wir brauchen ein einigermaßen gerechtes Wirtschaftssystem, weil es wird immer gesagt, ja, die Kriegsflüchtlinge, die können ja kommen, Wirtschaftsflüchtlinge sind nicht willkommen. Ich halte diese Aufteilung von Flüchtlingen völlig kontraproduktiv und eigentlich auch unmenschlich, weil auch Wirtschaftsflüchtlinge nicht aus Langeweile kommen, weil es dem Tor nicht gefällt, sie lieber hierher kommen wollten, sondern weil sie einfach aus purer Not heraus fliehen. Und vor dem Hintergrund muss sich in der allgemeinen Politik hier in Deutschland, aber auch EU und weltweit grundlegend was ändern. Und ein erster Schritt wäre keine Waffenexporte mehr, weil Krieg ist die allergrößte Fluchtursache. Und wie gesagt, die Leute fliehen nicht, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie zu Hause nicht mehr, wo sie wohnen, nicht mehr leben können. Okay. Also Sie sagen, man sollte eher sozusagen die Fluchtursachen bekämpfen? Beides. Ich habe aktuell oder wir haben aktuell im Mittelmeerraum riesige Flüchtlingslager. Und da geht es ja nicht nur um diese Lager, die jetzt zum Beispiel in Griechenland sind. Es leben ja auch hunderttausende Flüchtlinge zum Beispiel in der Türkei. Es leben hunderttausende Flüchtlinge im Libanon. Das ist ein kleines Land mit 2-3 Millionen Einwohnern. Die haben, glaube ich, über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Und da gucken wir irgendwie alle gemeinsam weg. Das weiß kein Mensch, wie es den Menschen dort geht, ob dort überhaupt Hilfe ankommt. Griechenland hat wenigstens den Vorteil, dass dort wenigstens noch hingeschaut wird, dass ein gewisses Problembewusstsein aufgebaut wird. Ich sage nur, es sind nicht die einzigen Flüchtlinge auf den griechischen Inseln oder im Mittelmeerraum, in Italien, teilweise auch in Spanien. Aber wir müssen neben der Lösung der akuten Probleme für die Flüchtlinge auch jetzt endlich mal dran gehen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und Deutschland gehört immer noch, kriegt das im Bundestag mit, 1:1. Wir kriegen jedes halbe Jahr die Rüstungsberichte geliefert. Wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien. Wir lieben Waffen, die geben das dann weiter nach Jemen. Jemen ist ein Land, wo sehr viele Flüchtlinge herkommen. Wir liefern Waffen in die Türkei. Die Türkei ist beteiligt am Syrienkrieg. Solange das nicht aufhört, müssen wir nicht wundern, dass Flüchtlinge hier anklopfen und sagen, Freunde, wir brauchen Unterstützung. Aber nochmal zur Aufnahme von Flüchtlingen. Ist im Moment, ist aber
in Deutschland nichts geplant, Flüchtlinge aufzunehmen. Zuständig dafür ist das Bundesinnenministerium. Es gab ja mehrere Kommunen und auch Bundesländer, die gesagt haben, wir sind bereit, zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen. Das kann aber ein Bundesland oder zum Beispiel die Landeshauptstadt Saarbrücken nicht alleine entscheiden. Die können nur das Signal geben, hallo, wir sind bereit, hier sind hier die Kapazitäten. Wenn aber das Bundesinnenministerium sagt, nein, nach Deutschland darf niemand einreisen, dann hat sich das erledigt. So, und das ist eine ganz klare parteipolitische Entscheidung. Das Innenministerium wird von der CSU geleitet. Ein Herr Seehofer ist dort Minister und der macht ganz klar die Grenzen zu. Mit allen Konsequenzen, was das hat für die betroffenen Flüchtlinge, aber eben auch für die Kommunen wie Saarbrücken, auch andere Kommunen, die gesagt haben, wir haben durchaus die Möglichkeit, hier mehrere tausend Menschen aufzunehmen. Also reicht der Druck nicht aus? Also es kann nicht genügend Druck aufgebaut werden auf das Ministerium von den Parteien aus oder eben auch von den Städten? Ich habe leider das Gefühl, es geht um den Druckaufbau auf die CDU, ich habe leider das Gefühl, dass es gewissen politischen Kreisen, da gehört leider Gottes die Partei CDU und auch CSU dazu, die sich christlich nennen, dass es dort keinerlei Interesse gibt. So, und dann haben die es gibt ja eine bestimmte Klientel in Deutschland, eine Wählerklientel, die der Aufnahme von Flüchtlingen sehr kritisch gegenüberstehen. Denen will man gerecht werden. Und dann hat man möglicherweise Angst davor, dass, wenn man Flüchtlinge aufnimmt, die sogenannte AfD noch mehr Stimmen bekommt. Und vor dem Hintergrund sagt eben das CSU-geführte Bundesinnenministerium, stopp, wir machen die Grenzen zu, hier darf keiner rein. Und das trotz dessen Länder, Bundesländer als auch Kommunen sagen, wir sind bereit, die Menschen aufzunehmen. Eigentlich wäre es ein christlicher Auftrag, den Leuten zu helfen. Wie stehen Sie denn eigentlich zu den Äußerungen von Lafontaine zu der Flüchtlingspolitik, zu der Aufnahme von Flüchtlingen? Es ist kein Geheimnis, dass ich zu Oskar Lafontaine ein bisschen differenziertes Verhältnis habe. Das sind aber eher persönliche Gründe, die da gegenseitig eine Rolle spielen. Oskar Lafontaine setzt für meine Begriffe auch sehr stark auf das, auf die Lösung in der Richtung, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss. Da hat er auch vollkommen recht, das habe ich auch vorhin selber gesagt. Es sind natürlich dort ein paar Äußerungen der Vergangenheit gefallen, die, sage ich mal, mit der Programmatik der Linken erstmal relativ wenig zu tun haben. Das diskutieren wir innerhalb unserer Partei. Da gibt es Unterschiede, aber es gibt, ich kenne keine Partei, wo alle irgendwie die gleiche, die eine Meinung haben. Wie gesagt, wir haben an der Detailfrage Unterschiede zwischen mir und Herrn Lafontaine. Ich respektiere seine Meinung. Ich habe zu einigen Punkten eine andere Meinung. Das ist nichts Außergewöhnliches. Meine Begriffe grenzen dicht für alle, ist für meine Begriffe keine Lösung. Und Lafontaine hat ja da eine gewisse Vergangenheit, die weit vor derjenigen steht, wo er bei der Linken war. Da war er zwar früherer SPD-Politiker und da wurde Anfang der 90er Jahre, das ist jetzt fast 30 Jahre her, in Deutschland ein sogenannter Asylkompromiss gezogen zwischen der damaligen CDU-FDP-Regierung und der SPD, die im Bundesrat die Mehrheit hatte. Und da war Lafontaine einer der führenden Persönlichkeiten, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses allgemeine Grundrecht auf Asyl zumindest teilweise ausgehöhlt wurde. Wie gesagt, ich habe da eine andere Position, aber ich respektiere auch Lafontaine seine. Okay, weil es hat sich ja schon, ist ja eigentlich schon ein sehr großer Unterschied zu den, zu dem, was Sie gesagt haben, auch und zu dem, was Herr Lafontaine sich geäußert hat. Das sind ja keine kleinen Unterschiede, oder? Ja, man sollte vor allen Dingen auch diese Parteipolitik aus dieser Diskussion rausnehmen. Hier geht es um Menschen. Und ich frage immer, wer gibt uns eigentlich das Recht, einem Menschen zu sagen, du darfst dort und dort nicht leben? Also wenn man das Primat voraussetzt, dass irgendwie alle Menschen gleich sind, bei allen Unterschieden, die es überall gibt, das ist gar keine Frage, kulturelle Unterschiede, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt und so weiter. Aber im Prinzip sind wir alle Menschen, völlig egal, welche Hautfarbe wir haben. Aber es gibt innerhalb der Welt seit ein paar hundert Jahren klare Regeln, wo wer zu leben hat. Und dort darf er leben und woanders darf er nicht leben. Und das halte ich für den Ausgang dieser Debatte für sehr wichtig. Dass wir irgendwann mal dorthin kommen müssen, dass es eigentlich egal sein muss. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will nächstes Jahr in Florida leben, dann muss ich
als Deutscher die Möglichkeit haben, nach Florian auszureisen. Darf ich aber im Übrigen gar nicht. Also selbst da gibt es Unterschiede. Wenn ich in den USA als Europäer nach die USA will oder nach Kanada will, kriege ich ein Visa für 3 Monate als Tourist, das war's dann. Und diese Beschränkungen, die es insgesamt gibt, die sollte man insgesamt mal kritisch hinterfragen. Was hat das eigentlich für eine Berechtigung? Ja gut. Also, aber im Moment, ich stelle die Frage nochmal, also aber im Moment ist gar nichts geplant, weil es das Ministerium, das dazu, dafür zuständig ist, nichts tut. Könnte da die Linke nicht irgendwas in den Bundestag einbringen? Wäre das keine Möglichkeit? Also auf die Frage, was man im Bundestag einbringen kann, bin ich bin seit 12 Jahren, knapp 12 Jahren jetzt dabei und weiß, was geht und was nicht. Ich sage dann immer, auch wenn das Thema ernst ist, ein bisschen scherzhaft, eine Oppositionsfraktion kann im Bundestag einbringen, dass 1 und 1 gleich 2 ist. Ich werde im Deutschen Bundestag für diese Aussage nie eine Mehrheit bekommen. Trotzdem machen wir das. Wir stellen unsere Anträge. Das machen die anderen Oppositionsfraktionen genauso. Aber wir haben im Deutschen Bundestag eine Kultur, dass egal wer regiert, grundsätzlich alles abgelehnt wird von der Union. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, mit irgendwelchen Versprechungen zu machen. Es gibt ganz wenige Beispiele im Deutschen Bundestag, wohl auch mal abweichend der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben wurde. Es wurde dann immer hinterher gesagt, das seien die Sternstunden des Parlaments. Also ich glaube, dass es bei vielen Abstimmungen, möglicherweise auch bei der Flüchtlingsfrage, andere Mehrheiten gibt, als die, die wir zurzeit zwischen Regierung und Opposition trennen. Wir haben parlamentarisch dort sehr viel gemacht, auch zu der Frage Waffenexporte, zu der Frage Kriegsbeteiligung. Da stehen wir oft alleine auf weiter Flur, wo wir wissen, dass bei vielen Punkten es möglicherweise sogar innerhalb der Bevölkerung Mehrheiten gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Flüchtlingsfrage genauso ist, aber es gibt viele Menschen in Deutschland, die ein sehr humanistisches Bild haben, die ein sehr christlich geprägtes Bild haben, was die Menschenwürde angeht. Vor dem Hintergrund müsste eigentlich was passieren. Ich habe es in den 12 Jahren Deutscher Bundestag leider nie erlebt. Der Parlamentarismus in Deutschland ist für meine Begriffe reformbedürftig. Und man hat im Prinzip so ein bisschen sich darauf eingespielt über viele Jahrzehnte, dass wenn die Opposition mal eine Mehrheit hat, wird das als Niederlage der jeweils Regierenden gewertet. Und das hat mit sachorientierter Politik nicht allzu viel zu tun. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin versucht anzudeuten, man kann als Opposition, das ist gar nicht nur die Linke, das können die Grünen, die FDP, genauso. Den einzigen Zugang, den wir über unsere Anträge oder unsere parlamentarische Arbeit haben, ist dann der, dass wir sagen, wir haben die Anträge gestellt, die Presseberichte darüber oder wir haben kritische Fragen an die Regierung gestellt, dann gibt es Antworten aus den Zahlen, ergibt sich ja dann auch manchmal das eine oder andere, was man politisch rausschließen kann. Das sind alles wichtige Sachen. Ich fände es halt nur gut, auch wichtig, auch jetzt im bevorstehenden Wahlkampf, das deutlich zu machen, dass es wirklich ein anderes politisches, parlamentarisches Denken gibt. Ansonsten haben die Leute keinen Bock mehr, wählen zu gehen, dass sie einfach merken, es gibt eine gute Idee und da kann es nicht die entscheidende Frage sein, wer hat den Antrag gestellt, sondern es muss erstmal darum gehen, was ist da beantragt worden. Und das ist genau der kritische Punkt. Und da gibt es ganz viele politische Bereiche, da gehört die Flüchtlingspolitik auch dazu, wo ich einfach mal gespannt wäre, wie die Mehrheitsverhältnisse wären, gäbe es keinen Fraktionszwang. Und ich nehme da auch die Linke nicht raus. Wir sind in Bundesländern an der Regierung beteiligt. Da machen wir leider das Spielchen wahrscheinlich genauso mit. Das ist jetzt nichts irgendwo, wo ich jetzt sagen kann, wir haben dort eine völlig weiße Weste. Da müssen sich alle ändern. Wenn man wirklich eine größere Akzeptanz des Parlamentarismus haben möchte. Stichwort zum Beispiel wählen mit 16. Ich glaube, da gibt es eine dicke Mehrheit dafür. Wird nicht gemacht, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht. Toll. Also gibt es ein grundsätzliches Problem, wo auch eben die Aufnahme von Flüchtlingen leider daran scheitert. Und sie können ja auch, und die Menschen vor Ort, die dort in diesen Camps leben oder lagern, die können auch nur hoffen, die können auch nur auf andere Parteien hoffen. Also. Ja, es ist. Man muss auch sehen, dass, ich habe das am Anfang versucht darzustellen, dass es natürlich auch eine europäische Frage ist. Also ich kann nicht sein, dass Deutschland das einzige Land ist, was da Flüchtlinge aufnimmt. Alle anderen klinken sich aus dieser Frage aus. Aber es darf eben auch nicht sein, dass diese Frage quasi genau das Alibi daraus wird. Wir müssen ja in Deutschland niemanden aufnehmen, weil es die anderen auch nicht tun.
Und davon kommt für meine Begriffe ein bisschen auch der so europäische Gedanke. Und da sage ich mal, da braucht man auch kein Einstimmigkeitsprinzip. Wenn da von den aktuell, ich glaube, 22 EU-Staaten, wenn dann 15 sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, dann bitteschön, dann machen das die 15 und die sieben anderen, lass es halt bleiben. Aber da ist den Menschen ja erstmal geholfen, wenn die 15 Länder die Flüchtlinge aufnehmen. Und nur darum muss es gehen. So, die aktuellen Regierungen in Polen und in Ungarn, die werden wir nie dazu bringen, eine andere Flüchtlingspolitik zu machen. Die sind völlig anders drauf. Ich will das jetzt überhaupt nicht werten. Ich habe eine andere Meinung als die. Aber das ist dann mal so. Aber das jetzt als Hinderungsgrund zu nehmen, weil wir keine Einstimmigkeit haben, macht man gar nichts. Das halte ich für verheerend. Und darunter leiden die Menschen dort. Das ist gar keine Frage. Gut, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Bitteschön.